Einen guten Tag an all die Lieben, die Pike ein bisschen näher kennenlernen wollen. Pike ist ein ziemlich untypischer Supporter, denn er war der erste AD-Supporter, der wirklich auch so konzipiert wurde. Mit ihm wollen wir offensiv gehen, mit ihm wollen wir mit der Ultimate Kills nehmen. Damit ihr wisst, was Sache ist, stelle ich euch hier die Fähigkeiten im Detail vor. Wir werden ein paar Kombos besprechen und ich bringe euch auf den neuesten Stand bezüglich Runen und Items. Wer dann noch ein paar Feinheiten von Pike kennenlernen möchte, der sollte im Stärke- und Schwächeteil auf jeden Fall aufpassen. Sollte irgendwann mal was unklar sein, dann schreibt mir einen Kommentar oder kommt gleich direkt im Stream vorbei. Ich bin Montag, Mittwoch und Samstags online. Einfach in der Beschreibung kurz vorbeischauen, den Twitch-Follow dalassen und dann geht's wieder weiter. In der Beschreibung findet ihr auch ganz nebenbei die Timestamps zu diesem Video für eine leichtere Navigation. Jetzt aber los mit dem Guide. You look familiar. Die Basics beginnen wir ganz unten bei der Passiven. Die Passive schränkt Pike ein, kein Leben durch Gegenstände bekommen zu können. Dafür erhält er pro 14 Lebenspunkte, die er durch Items bekommen würde, ein AD. Er bekommt im Fluss ein Bonus Movement Speed, was nur seiner Geschichte ein klein bisschen zugute kommt, ist so ein kleiner Joke nebenbei. Die hauptsächliche Passive lässt Pike einen Prozentsatz des bekommenen Schadens als graues Leben speichern, welches er regeneriert, wenn er außerhalb der Sicht des Gegners ist. Dabei bestimmt die Bonus AD, wie viel graues Leben man erhält. Das Ganze ist bei 60% seines maximalen Lebens gecapped. Pikes Q kann auf zwei verschiedene Weisen genutzt werden. Wenn er sie kurz antippt, dann stoßt er mit seiner Harpune vor, schädigt den nächstliegenden Gegner, wobei Champions priorisiert werden, und verlangsamt diese. Pike kann die Harpune aber bis zu 3 Sekunden auch halten, wodurch er sie werfen kann. Die Wurfreichweite vergrößert sich dabei auf bis zu einer 700er Reichweite, während dieser Zeit slowt sich Pike um 20%. Trifft er einen Gegner mit seiner Harpune, wird diese eine fixe Distanz gezogen und für eine Sekunde um 90% geslowt. Dabei wird natürlich auch der Schaden angerichtet. Sollte Pike unterbrochen werden oder über die 3 Sekunden lang die Q halten, bekommt er zwar vollen Cooldown, aber er erhält die Hälfte des Manas zurück. Durch die W wird Pike für 5 Sekunden in den Camouflage-Effekt versetzt, eine leichte Form der Unsichtbarkeit, und er bekommt Movement Speed, welche über die 5 Sekunden abfällt. Zudem werden Feinde in einer 1500er Reichweite gewarnt, wenn Pike in der Nähe ist. Das kann man an dem Effekt um den Gegner herum sehen. Beim Aktivieren der E dasht Pike in eine Richtung und lässt aber erstmal seinen Phantom zurück. Nach einer Sekunde folgt der Phantom nach und stunt getroffene Gegner und fügt ihnen Schaden zu. Die Ultimate ist gefühlt Pikes Herzstück. Er kann damit einen Bereich markieren und nach 0,75 Sekunden Delay exekutiert der Champions in dem Bereich, wenn sie unter eine bestimmte Grenze an Leben sind. Dieser Bereich setzt sich zusammen aus einem levelbasierenden Wert von Pike, einem 80% Bonus AD Scaling und einem 150% Lethality Scaling. Zudem fügt die Fähigkeit jedem weiteren Ziel, welches nicht unter die Grenze fällt, die Hälfte des Werts an physischen Schaden zu und Minions werden generell nur geschädigt. Sollte ein Champion durch Pike oder innerhalb der Ausführung der Ultimate sterben, dann kann Pike die Fähigkeit innerhalb von 20 Sekunden erneut benutzen. Diese Mechanik ist beliebig wiederholbar. Jede Exekutierung gewährt Pike und dem zuletzt assistierten Verbündeten ein Stack von Your Cut. Beim Champion statt dem normalen Assist Gold und Pike eben zusätzlich. Your Cut ist ein Item, das nur durch Pikes Ultimate generiert werden kann und gewährt so viel Gold, wie der reine Kill wert gewesen wäre. Mit dem kleinen Bonus, dass bei einem First Blood Kill 100 Gold obendrauf gerechnet werden. Ansonsten wird zum Beispiel, wenn der Gegner schon zweimal getötet worden ist, da auch eben das verringerte Gold als weiteres Killgold weitergegeben. Allerdings zählen hier keine extra Goldwerte von Bounties. Also sollte der Gegner super stark gewesen sein und ein bisschen Kopfgeld wert gewesen sein, dann zählt das hier leider nicht. Wenn Pike den Kill selbst nicht macht, aber die Ultimate ausführt, dann bekommt Pike selbst 2 Stacks von Your Cut und kann so ein klein bisschen extra Gold generieren. Pike ist in der Lage, durch diese Ultimate sehr schnell zu snowballen. Da werden wir später noch ein paar Sachen erklären. An dieser Stelle hier sei jetzt mal noch kurz eine wichtige Sache erwähnt. Die W-Fähigkeit, die E-Fähigkeit und die Ultimate selbst haben ein Lethality Scaling. Ja, inwiefern das genau ist, werde ich gleich noch kurz erklären. Bei der Ultimate ist es halt einfach, um die Kill-Grenze ein klein bisschen nach oben zu pushen. Die Skill-Order eines Pikes mag in erster Linie verwirren, aber hört nicht kurz an, dann ergibt das auch alles Sinn. Wir wollen als ersten Max die Q-Fähigkeit ranholen, um den Cooldown zu verringern und mehr Schaden zu verursachen. Recht einfach. Doch als zweiten Max nehmen wir die W-Fähigkeit. Das hat zwei Gründe. Zum einen würde uns ein Max der E-Fähigkeit wenig bringen,
Der Cooldown ist fix und die Stun-Dauer wird durch 0,1 Sekunde pro 10 Lethality beeinflusst. Weitere Boni gibt es hier eigentlich kaum, außer halt eben der Schaden. Und deswegen maxen wir die W-Fähigkeit, denn dadurch sinkt der Cooldown und der Movement Speed wird erhöht, welcher ebenfalls nochmal um 1,5% pro 1 Lethality erhöht wird. Wir wollen diese Fähigkeit als zweites haben, um uns im Midgame gut und schnell repositionieren zu können. Schauen wir auf den Part des Guides, der euch sicherlich am meisten Spaß macht, na? Die Kombos. Warum machen Kombos eigentlich so viel Spaß? Nun, genau das ist die Sache. Ihr könnt sie üben und wenn ihr diese Kombos drauf habt, dann seid ihr gut unterwegs und könnt geile Plays machen. Beginnen wir mit der leichten, einfachen Engage-Kombo. Wir treffen den Gegner mit unserer Q und springen ihm entgegen, um ihn mit der E zu stunnen. Relativ simpel und wirklich eine lockere Pike-Kombo, die ihr in einem Spiel 20 bis 30 Mal nutzt. Dabei gibt es genau gesagt zwei Formen. Die gerade eben gezeigte, ranholen und reinspringen-Kombo. Aber es gibt auch die Kombo, dass ihr nah dran seid und den Gegner hinter euch werft und dann rausspringt. Das kommt eben dadurch zum Einsatz, weil ihr mit eurer Q den Gegner um eine feste Distanz werft und dementsprechend immer entscheiden müsst, ob ihr reingeht oder rausgeht. Die Variante, in der ihr mit eurer E-Fähigkeit rausgeht, ist natürlich die sichere und ist meistens dann zu nutzen, wenn man schon relativ nah am Gegner dran ist. Es gibt aber noch eine offensivere Engage-Kombo, wobei ihr hier die W zusammen mit der E als Engage nutzt und die Q in diesem Fall nur kurz castet, um den Gegner zu erdolchen und zu slowen. Diese Kombo ist aber gefährlich, da Pike nach dem Engage kein Escape mehr hat. Hier muss man einfach sicher sein, dass es klappt, denn Pike ist, wenn er drin ist, sehr, sehr angreifbar. Weiter geht es zu einer etwas untypischen Engage-Methode. Die solltet ihr auch wirklich nur dann nutzen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr ja einen Gegner kriegt, der alleine ist und ein extrem wichtiges Ziel. Geht ran wie mit der Kombo von gerade eben. Na, mit der W-Fähigkeit geht ihr rein, castet eure W und dann verlängert ihr euren E-Sprung mit der Ultimate, indem ihr direkt hinter den Gegner zielt. Dadurch wird dieser von dem Phantom getroffen und ihr könnt ihn stunnen und weiteren Schaden zufügen. Im Normalfall sollte man die Ultimate aber eher für die Kills aufheben, um so den Team ein bisschen extra Gold zu generieren. Und normalerweise solltet ihr die eben gezeigte Combo mit dem Flash ausführen, statt mit der Ultimate. Denn dann habt ihr eben diesen Vorteil, dass ihr den Gegner noch mit der Ultimate killen könnt. Erstmal mit der W rein für den Weg, dann die E, gefolgt von dem Flash. Dabei so spät wie nur irgendwie möglich reagieren, um dem Gegner keine Zeit zu lassen zu reagieren. Und dann könnt ihr die Q noch nutzen für den Slow und die Ultimate zum Töten. Oder die Q auch ein klein bisschen aufheben, um den Gegner nochmal reinwerfen zu können. Da wir gerade beim Flash sind, es gibt da noch eine kleine Sache für euch. Ihr seid in der Lage, die Q mit dem Flash zu kombinieren. Manchmal fehlt es einfach an ein, zwei Schritten zum Kill. Nutzt die Q und direkt danach den Flash. Somit führt ihr einen Durchstoß an der neuen Position aus und könnt den Gegner vielleicht noch töten. Gerade die schwierigen Engages bei Pike müssen sitzen, weil sonst steht man in der Menge und weiß nicht mehr, was man als nächstes machen soll. Lieber einmal sicherer gespielt als fünfmal reingeintet. Apropos Int, wisst ihr, was Int ist? Den Like-Button noch nicht geultet zu haben. Mach mal, rauf da, los! Die Runden sind bei Pike super entspannt und easy. Wir haben im Prinzip zwei Wege, die wir gehen können. Da wäre zum einen der Weg über Aftershock. Dabei nehmen wir Demolish, Boneplating und Revitalisieren mit. Manchmal statt Revitalisieren auch Unflinching. Wir haben hier die Resistenzen, um schwierige Engages überleben zu können. Und nette Zusatzruhen, um ein paar von Pikes Schwächen, welche wir gleich noch besprechen werden, ein bisschen abzufedern. Ne? Ist klar. Sekundär packen wir in die Präzisionsrichtung dann Presence of Mind und die Legendenrune für Tenacity mit ein. Deswegen auch nicht unbedingt Unflinching mitnehmen, sondern lieber Revitalisieren, weil wir dann so oder so schon einen guten Stack an Tenacity dabei haben. Wir lösen hier Mana-Probleme und sind ein bisschen gegen CC gerüstet. Der zweite Runenweg ist eigentlich nicht sonderlich neu. Pikes in der Midlane spielen diesen sehr gerne. Wir nehmen hier Hail of Blades mit, dazu packen wir Sudden Impact, die Eyeball Collection und Ultimate Hunter mit ein. Unsere Early Engages sind damit extrem stark. Durch Hail of Blades haben wir super viel Schaden und können den Gegner unter Druck setzen. Innerhalb einer normalen Combo, na, QE, sind wir am Gegner dran und können statt einem Auto-Attack vielleicht wirklich alle drei durchkriegen. Ist super geil. Sekundär nehmen wir hier ebenfalls Precision mit und gehen je nach Spielstil entweder Triumph oder Presence of Mind. Also mein Presence of Mind ist meine Rune, ist einfach das geilste, was es auf der Welt gibt. Du hast unendlich viel Mana, aber Triumph ist halt einfach sicherer. Dazu geben wir noch die Legende Tenacity für ein bisschen Tenacity, damit wir CCs ein bisschen besser überstehen und rauskommen aus den blöden Situationen. Wir haben fast alle Bausteine zusammen, doch anfangs habe ich erwähnt, Pike ist ein bisschen anders, was Supporter angeht. Er ist der erste richtige AD-Supporter gewesen. Und das Ganze zeigt sich halt bei den Items im Endeffekt. Wir gehen relativ klassisch mit Shoulder Guards los. Und dabei bekommen wir nicht nur AD und Leben, sondern wir bekommen auch dank unserer Passive statt dem Leben noch mehr AD.
Pike ist einer der wenigen Supporter, bei denen ich tatsächlich auch noch die Moby Boots wirklich gut finde. Aber man kann auch immer über die Swiftness Boots nachdenken, ja. Ist immer eine geile Option. Nehmt einfach das, was am besten passt. Pike nimmt dann als erstes komplettes Item die Umbral Glaive mit. Mit diesem Item bekommt ihr billige Lethality, Cooldown Reduction und den passiven Effekt, Wards aufdecken zu können und dabei zerstören zu können. Dabei fügt ihr dann pro Auto-Attack auf einen Ward 3 Schaden zu, was normale Wards instant killt. Super entspannt und geil für einen Supporter wie Pike. Weiter geht es dann mit weiteren Lethality-Items wie der Ghostblade, dem Dustblade oder Edge of Night. Dabei müssen wir die Situation betrachten und klug entscheiden. Mit dem Dustblade sind wir in der Lage zu One-Shotten oder nahezu zu One-Shotten, denn wir fügen extra Schaden zu und wir slowen den Gegner. Mit dem Ghostblade können wir schnell roamen, da wir außerhalb des Kampfes Movement Speed bekommen und können so dem Team schneller helfen. Das Edge of Night brauchen wir letztendlich, um ekelhaften CC zu vermeiden und relativ sicher für einen Catch in die Frontline zu gehen. Im Late Game stehen Pike auch noch Guardian Angel zum Beispiel zur Verfügung, mit dem man dann relativ gut vorgehen kann, blöde Situationen halt dann eben durch Guardian Angel überlebt und dann kommt man da wahrscheinlich noch aus der Situation gut raus. Die AD-Werte sind fein und die Rüstung kann man auch gut mitnehmen. Wenn wir uns Pike genau anschauen, dann sind seine Stärken und Schwächen eigentlich sehr offensichtlich. Beginnen wir bei einer der größten Schwächen und das ist der geringe Lebenspool. Dadurch, dass Pike als ein Engaged Supporter nicht in der Lage ist, Leben zu kaufen, müsste seine Schritte sehr stark gewählt sein. Du musst immer genau wissen, mit was für einer Combo gehe ich in den Kampf, was für Optionen habe ich, um aus der Situation wieder rauszukommen. Wenn ihr diesen Gedanken euch auf ein kleines Merkblatt schreibt und euch an die Seite eures Bildschirms pinnt und euch überlegt, jedes Mal, wenn ich in den Kampf gehe, was für einen Escape habe ich, dann werdet ihr mit Pike schon eine sehr starke Runde spielen. Weil ansonsten stirbst du ganz einfach. Du gehst mit einer QE-Kombo rein und dann, ja, was machst du? Den Flash hast du irgendwann schon mal verbraten, deine W ist auf Cooldown, zack, bist du tot. Ja? Das ist das Problem, das Pike hat. Das ist seine größte Schwäche, dass er immer wissen muss, wann gehe ich rein, wann gehe ich raus. Seine Sache in der Lane, ja, also auch in Matchups gegen andere, ist ähnlich kritisch. Er ist ein starker Engage-Champion auf der Botlane und kann unvorsichtiges super leicht killen, ne? Aber er ist sehr anfällig gegen Poke, gegen extremen Poke wohlgemerkt, gegen eine Janna, gegen eine Karma, gegen eine Soraka. Soraka ist tatsächlich einer der größten Matchups, wo Pike sagt, shit, was mache ich hier eigentlich? Denn Soraka ist mit ihrem Silence Held in der Lage, den Hook, der gerade aufgeladen wird, zu unterbrechen. Dadurch bekommt zwar Pike die Hälfte des Manas zurück, aber es hat ihn was gekostet und mit dem Silence schafft Soraka es auch noch Schaden hinzuzufügen, während Pike dann einfach dasteht und in dem Moment nichts macht. Machen kann. Doch natürlich hat Pike auch viele krasse Stärken. Die Execute-Fähigkeit ist eigentlich das Dümmste, was es gibt. Das ist das, was Pike so unfassbar stark macht. Er kann durch die Ultimate die Gegner exekutieren. Wenn er in den Snowball kommt, dann kann es schon mal sein, dass ihr euren gegnerischen Supporter auf der Hälfte seines Lebens seht und da hat der so einen kleinen Spalten und dann könnt ihr den killen. Dadurch generiert ihr sehr viel Gold für euch selbst und auch für Verbündete, denn ihr nehmt das Gold und gebt eurem Verbündeten den gleichen Wert. Also ihr macht praktisch aus einem Kill, der 300 Gold plus 150 Gold wert wäre, macht ihr praktisch 600 Gold plus 300 Gold auf eurem Verbündeten. Unfassbar krass eigentlich, ja. Ihr habt allerdings natürlich noch das Ding, ne? Pike ist ein Meister des Catchens. Durch die hohe Mobilität, durch das gute, krasse Roaming, könnt ihr mal eurem Jungler helfen. Ihr könnt Catches umdrehen. Ja? Euer Jungler wird gecatcht, zack, Pike ist zur Stelle, dreht das Ganze mit der Ultimate rum. Plötzlich hat der Kollege einen Double- oder Triple-Kill und euer Team hat einen sehr krassen Vorteil, was an der Mentalität des Gegners kratzt. Ja? Mentality in League of Legends ist, was ich leider in Diamond 1 gerade feststellen muss, ein unfassbares Ding. Ja? Da braucht auch nur ein Spieler irgendwie unglücklich sein, weil es draußen ein halbes Grad zu viel hat und dann intet der. Gut, es ist nicht in jeder Elo so schlimm, aber es sind einfach die Leute und es ist nicht die Elo, die eigentlich von dieser Mentalität betroffen ist. Wenn Pike so viel Druck aufbaut, da kann es schon mal sein, dass der Gegner da einknickt. Und das ist das, was Pike auch so gefährlich macht. Denn seine W-Fähigkeit, wenn ihr an einen Gegner rankamouflagt, der relativ niedriges Leben hat, dann bekommt der einen ziemlich starken Warnsound. Und dieser Warnsound, der klingt einfach, als wäre der weiße Hai direkt bei dir und frisst dich gleich. Das
ist einfach psychischer Druck in League of Legends, ne? Der Camouflage-Effekt ist natürlich auch eine Stärke von ihm. Unsichtbarkeit, egal in welcher Form und auch wenn Camouflage nur die leichte Form der Unsichtbarkeit ist, ist mies. Es ist einfach so, dass der Gegner zwar gewarnt wird, wenn Pyke in einer 1500er Reichweite ist, aber wenn Pyke Moby Boots hat, dazu die W-Fähigkeit komplett outmax hat und die Ghostblade dazu eingepackt hat, diese vielleicht sogar noch aktiviert, dann ist der so schnell am Gegner dran, dass dieser Warnradius gar nicht mal wirklich anspringt. Ja? Also das ist ein Ding bei ihm, was mies ist. Richtig, richtig mies. Und sollte es tatsächlich bei Pyke mal early mies laufen, kann auch sein, ne? Dass die Soraka ihn jetzt komplett unterdrückt, dass die Lulu ihn ständig polymorpht und er einfach nicht raus kann, dann ist es für Pyke immer noch möglich, im Midgame oder ab Level 6 eigentlich schon, immer wieder mal hier und da einen Kill zu holen und damit einen riesen Comeback zu feiern. Denn einfach dieses Comeback, dass du die Gegner ulten kannst, wenn er gerade noch so entkommt und er instant stirbt, ist so stark und ihr kriegt doppeltes Gold. Damit kannst du ein super Comeback feiern und dann snowballst du, obwohl du early behind warst, snowballst du innerhalb von 5 Minuten so weit davon, dass keiner mehr an dich rankommt. Mit Pyke kann man die Spiele solo carryen und manchmal kann es passieren, dass ein Mitspieler nicht weiß, wie die Ultimate funktioniert. Kann passieren. Carrying ist natürlich witzig, einem Mitspieler erklären, wie das Ganze funktioniert, nicht ganz so geil. Ich spiele auf jeden Fall sehr gerne. Gerade mit der Halo of Blades Variante hat man einfach das Gefühl, dass man das Spiel in der Hand hat, dass man super viel Schaden hat und das Game ab dem Midgame in der Hand hat und carryen kann. Denkt aber bitte daran, dieser Guide hier ist eine Hilfestellung und keine Richtlinie ist, die ihr unbedingt befolgen müsst. Ne? League of Legends ändert sich permanent, deswegen kann dieser Guide auch relativ bald schon wieder outdated sein. Denkt euch da aber nichts, abonniert einfach den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine aktuellen Guides mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns schon bald in ein paar Tagen wieder zu einem neuen Video. Euer Flotidos.